Eine Real Presence Group Series oder eine Trio und ein geplantes Zoom-Meeting einzuwählen ist sehr, sehr einfach und unterscheidet sich eigentlich kaum vom normalen Einladungsablauf in Outlook. Ich für meinen Fall habe in diesem Szenario das kostenlose Zoom-Outlook-Plugin bereits vorinstalliert und deshalb stehen mir hier zwei Buttons zur Verfügung, die vorher in meinem Outlook nicht vorhanden waren. Ich habe auf der einen Seite die Möglichkeit, ein sogenanntes Ad-Hoc-Meeting, ein Instant-Meeting zu starten. Wir möchten hier allerdings das Ganze über einen Outlook-Invite, über einen Kalender-Invite generieren und deshalb klicke ich auf Schedule a Meeting. Das Plugin connected zum Zoom-Server und lädt dort meine Predefined-Option runter. In meinem Fall habe ich beispielsweise eingestellt, dass sobald jemand ein Meeting betritt, sofort das Video freigeschaltet wird. Das gilt für den Host, also für mich in dem Fall als Meeting-Einlader oder Planer, als auch für die Teilnehmer. Im Weiteren habe ich die Möglichkeit, bestimmte Audio-Optionen festzulegen, nur Telefonie, Voice-over-IP erlaubt, beides oder gar keins. Ich habe die Möglichkeit, beispielsweise ein Meeting-Passwort zu vergeben, das mich erst zum Eintritt in die Konferenz berechtigt. Aber für unser Beispiel sollten die Default-Settings ausreichend sein. Ich klicke also auf Continue und in dem Moment öffnet Zoom mir ein Default, ein Standard-Template in Outlook. Wir haben hier beispielsweise die Einwahlinformationen, sprich den Hyperlink für PC-Clients, für Tablets und Smartphones. Wir finden die Einwahldaten für den Zugang per Telefon. Wir haben etwas weiter unten die IP-Adressen für die klassische H323-Einwahl. Und am Ende der E-Mail finden wir auch die ZIP-URI, also sprich die ZIP-Einwahldaten, die sich unsere Endpunkte nachher zunutze machen, um den Join-Button, also den Teilnehmen-Button zu generieren. Wie in jedem Standard Outlook habe ich hier natürlich die Möglichkeit, diese Meeting-Startzeit festzulegen, zu definieren. Ich möchte das Meeting heute mal 3 Stunden laufen lassen. Ich habe die Möglichkeit, natürlich hier auch noch den Betreff abzuändern. Und wie wir das von jedem Invite kennen, habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit, meine eigentlichen Meeting-Teilnehmer zu definieren. Sobald ich das getan habe, klicke ich auf Senden und meine E-Mail wird entsprechend an alle Teilnehmer verschickt. Wir haben hier jetzt bereits die Information, dass unser Meeting startet. Ich für meinen Fall nutze jetzt hier den Zoom-Client. Ich kann hier über den Meeting-Button meine aktuell geplanten Meetings sehen und über Start springe ich direkt in das Meeting rein. Ich muss hier nur noch mein Audio-Device auswählen und sobald ich das getan habe und Join Audio Conference bei Computer auswähle, bin ich eigentlich auch schon im Call. Jetzt schauen wir uns an, wie sich unsere Raumsysteme verhalten. Nur ein paar Sekunden hat es nach dem Versand der E-Mail gedauert und meine beiden Systeme hier im Homeoffice Lab zeigen bereits beide den von uns eingestellten Termin. Im Vordergrund sehen Sie mit dem kleinen Display und der aufgesetzten Kamera, die Real Presence Trio mit der kleinen schwarzen Box, der Visual Plus, sprich das Bundle, die Trio 8800. Und im Hintergrund auf dem großen Schirm erkennen Sie den Homescreen der Real Presence Group Series direkt im Kalendermode. Und auch hier sehen Sie direkt das Zoom Interop Meeting, das angezeigt wird. Wenn wir uns die Real Presence Group Series also etwas genauer anschauen, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, durch simples Betätigen der Fernbedienung oder beispielsweise natürlich auch durch die Nutzung eines API-Touch und bzw. Touch-Devices das Meeting auszuwählen und durch simplen Klick auf OK automatisch die Einwahl zu starten. Es ist also nicht notwendig, in irgendeiner Art und Weise kryptische Dialstrings zu verwenden, irgendwelche Nummern zu wählen, sondern wirklich die reine Auswahl des Termins und das Bestätigen auf dem Touchscreen mit der Fernbedienung oder auf dem API-Touch reicht, um eine Verbindung herzustellen. Auf der Real Presence Trio sieht das Ganze ähnlich aus. Das heißt, wenn wir uns das etwas näher anschauen, haben wir hier jetzt die Möglichkeit, über den Kalender-Button unsere geplanten Meetings anzuzeigen. Und durch simplen Klick auf den Join-Button können wir uns auch hier entsprechend in unser Meeting einwählen lassen. Das heißt, wir haben in diesem Moment unsere Dreierkonferenz hergestellt und befinden uns alle im selben Meeting.